Ich begrüße alle recht herzlich jetzt zu meinem Vortrag Konfliktvermeidung hilft nicht, wie begegne ich meinem Konfliktpartner konstruktiv? Wie gesagt, ich bin promovierte Sprechwissenschaftlerin und Mediatorin, habe in Halle studiert und bin jetzt am ZFBK vor allem für den Bereich mündliche Kommunikation und Konfliktbearbeitung zuständig, bin auch in verschiedenen Fachbereichen unterwegs, gebe Argumentationstraining für Juristen und Juristinnen oder auch Präsentationstraining für Physikstudierende und mache auch einen Kurs Einführung in die Mediation am ZFBK für alle Studiengänge, ist der offen. So, nun zu meinem Vortrag. Erstmal die Gliederung. Ich werde zunächst erstmal auf die Definition eingehen, was ist überhaupt ein Konflikt, dann eben auch auf Modelle, die kennen Sie vielleicht auch schon aus anderem Kontext. Dann gucken wir uns den emotionalen Konfliktzustand an, denn ein Konflikt hat ja immer etwas auch mit Emotionen zu tun. Dann gucken wir zum Umgang mit Konflikten. Ich hoffe, ich kann Ihnen ein bisschen was auf den Weg geben, wie man eben auch sich klug verhalten kann in einem Konflikt. Und schließlich kommt natürlich noch ein Fazit. Zunächst zur Definition. Was sind eigentlich soziale Konflikte? Achtung, jetzt kommt ein wenig Text. Soziale Konflikte sind Spannungssituationen, in denen zwei oder mehrere Parteien, die voneinander abhängig sind, mit Nachdruck versuchen, scheinbare oder tatsächlich vereinbarte Handlungspläne zu verwirklichen und sich dabei ihrer Gegnerschaft bewusst sind. Das heißt, es sind natürlich immer mehrere Parteien wirklich auch dabei. Es gibt eine Spannungssituation und man ist sich dem Konflikt natürlich auch oftmals bewusst. Es gibt noch andere Konfliktarten. Ich werde aber jetzt mich hier bei diesem Vortrag besonders auf diesen zwischenmenschlichen Konflikt beschränken. Vielleicht kennen Sie das Eisbergmodell schon aus verschiedenen Kontexten. Hier sehen Sie, wir haben eine bewusste Ebene, eine vorbewusste Ebene und eine unbewusste Ebene. Was uns bewusst ist, gerade auch in Konflikten, sind Reaktionen. Wir sehen Reaktionen, wir hören Äußerungen oder wir sehen eben auch Emotionen, die wir wahrnehmen. Das ist alles, was leicht zu sehen ist, aber oftmals vielleicht auch falsch zu deuten ist. Was erstmal nämlich nicht sichtbar ist, ist, welche Ängste dahinter stecken bei einer Reaktion oder welche verdrängten Konflikte vielleicht Persönlichkeitsmerkmale. Also das ist alles etwas, wo wir dann schon genauer hinschauen müssen. Und schließlich ist natürlich noch das Unbewusste, was ja immer mit reinspielt dabei. Das heißt, was nicht sichtbar ist. Lustbefriedigung, Triebe, Traumata, Erbanlagen, Instinkte, all das, was uns als Menschen eben ausmacht und was dann schon tiefenpsychologisch erforscht werden müsste, um das alles wirklich zu erörtern. Und das alles kann man auch gar nicht erörtern. Wichtig ist, wie gesagt, wir müssen immer uns vorstellen, wenn wir einen Konflikt haben, dass wir nur die Spitze des Eisberges sehen und es durchaus in die Tiefe geht. Und das auch notwendig ist, um einen Konflikt verstehen zu können und dann eben auch lösen zu können. Das alles hat etwas mit Motiven und Bedürfnissen zu tun. Das heißt, darum geht es auch, wie Sie sich vielleicht vorstellen können, Konfliktvermeidung hilft nicht, heißt letztendlich, man sollte Konflikte eben eher nicht vermeiden, sondern versuchen, sie zu analysieren und dann eben auch damit konstruktiv umgehen zu können. Und dafür brauche ich Motive und Bedürfnisse, die muss ich erkennen. Nun gehen wir aber erstmal zu dem Thomas Kilman Conflict Mode Instrument. Und zwar können Sie sich jetzt selber auch schon mal für sich überlegen, was für ein Typ sind Sie denn? Sie sehen jetzt hier, verfolgen eigener Interessen hier links und hier sehen Sie, orientieren an den Interessen anderer. Und die Skala ist von gering bis hoch. Das heißt, hier haben wir links das Vermeiden. Sind Sie eher jemand, der einen Konflikt gerne vermeidet? Das heißt, da ist ja das Bedürfnis nach Harmonie im Vordergrund. Und hier geht es eben Richtung Nachgeben. Mir ist es Nachgeben wichtiger, als in einen Konflikt und Streit wirklich zu geraten. Oder verfolge ich eher meine eigenen Interessen vom Vermeiden hin bis zum Durchsetzen? Und hier rechts oben haben wir noch das Kooperieren, was natürlich das Anstrebsame ist. Und in der Mitte haben wir suchen einen Kompromiss. Das ist ein ganz schönes Modell, um erstmal selber sich zu reflektieren und zu gucken,
was bin ich eigentlich für ein Typ? Es gibt die Personen, die möchten unbedingt ihre eigenen Interessen durchsetzen und die, da geht es eher ums Gewinnen vielleicht in einem Streit oder einem Konflikt. Dann gibt es natürlich auch Menschen, die wirklich harmoniebedürftig sind und sagen, das ist es mir nicht wert und neigen dazu, eher nachzugeben. Es kommt natürlich immer auch auf die Situation an. Und nun müssen wir einfach schauen, wenn ich in einem Konflikt drin bin, dann haben wir einen emotionalen Konfliktzustand. Und da habe ich ein ganz schönes Zitat von Frau Eckmann, die hat das Buch Gefühle lesen geschrieben. Und die sagt, Emotionen ändern unsere Sicht der Welt und unsere Interpretation des Handelns anderer. Und das ist ganz, ganz wichtig zu wissen, dass wir in dem Moment, wo wir in einem Konflikt sind, voller Emotionen sind. Das kann Wut, Ärger, Traurigkeit sein. Wichtig ist, nicht das eigene Gefühl wird in Frage gestellt, sondern gerechtfertigt und bestätigt. Und das ist schon mal der erste Tipp, den ich Ihnen mitgeben kann, dass ich das weiß in dem Moment, dass ich gerade ein großes, gefühlsgeladenes Wesen bin, was gerade nicht rational beurteilen kann. Das heißt aber nicht, dass das unbedingt schlecht ist. Der Vorteil ist zum Beispiel, wenn ein Gefühl leitet, dass es bei der Entscheidungsfindung natürlich hilfreich sein kann und auch bei der Problemanalyse. Also auf den Bauch hören sagt man ja auch, dass man, wenn man merkt, ich habe damit wirklich ein schlechtes Gefühl, es geht mir nicht gut, dass das ja wieder weiterhelfen kann in der Erörterung bei einem Konflikt. Warum geht es mir nicht gut? Der Nachteil ist allerdings, dass es bei der Gefühlsüberwältigung, das heißt, wenn man rasend vor Wut ist, dass bereits erworbenes Wissen dann wirklich ignoriert wird oder dem Gefühl angepasst werden kann. Sie kennen das bestimmt alle, die rosarote Brille aufhaben, sagt man auch Verliebten hinterher. Aber es gibt es eben natürlich auch, wenn ich wahnsinnig wütend auf jemanden bin, dass ich viele Dinge nicht mehr objektiv beurteilen kann, die vorher vielleicht klarer waren. Das Ganze nennt man die Refraktärphase. Das heißt, ein Zustand, in der das Denken das Fühlen nicht beeinflussen kann. Und dieser Zustand ist etwas, dessen man sich bewusst sein muss, weil genau dieser Zustand oftmals zur Eskalation in einem Konflikt führt, weil man eben sein Fühlen durchsetzen möchte und weil man eben das auch rechtfertigen möchte. Wichtig ist, deswegen ist es auch ausgeschrieben, je länger der Zustand der Refraktärphase, desto unangemessener kann sich auch die emotionale Reaktion auswirken und desto festgefahrener wiederum wird die Gefühlslage. Vielleicht kennen Sie das selber von sich oder auch aus Erzählungen. Wenn sich ein Konflikt jahrelang hinzieht, dann steigern sich die Personen immer mehr rein. Dann kann es auch sein, dass Dinge dazu kommen, dazu die Wahrheit sich verklärt und einfach sich immer mehr aufgeregt wird. Problematisch wird auch, wenn sich zwei Personen vielleicht immer wieder die gleiche Geschichte erzählen und sagen, so war es, aber die andere Konfliktpartei gar nicht dabei ist. Das ist so etwas, was dann eben auch in einer Mediation aufgearbeitet werden muss. Da muss man manchmal ganz, ganz weit zurückgehen, um zu gucken, wo hat es denn eigentlich angefangen. Wichtig ist auch zu wissen, erst nach dem Abklingen des Zustands kann durch Selbstreflexion ein objektiverer Blick auf die Situation geworfen werden. Und das ist das Erstrebenswerte eigentlich, wenn man eben in dieser Situation ist. Weil man dann, wie gesagt, offener ist und auch bereiter ist, wirklich den Konflikt genau anzuschauen und auch sich selber mal in Frage zu stellen. Es ist unglaublich wichtig, Selbstkritik damit reinzunehmen. Wir kommen jetzt schon zum Umgang mit Konflikten. Hier gibt es einfach einen Überblick, was kann ich denn eigentlich konkret machen? Das ist ja häufig die Frage, was kann ich tun, um einem Konflikt entgegenzutrotzen und trotzdem ihn konstruktiv lösen zu können. Vermeiden ist nicht unbedingt die sinnvolle, beste Art. Daher wichtig ist erstens mal die Refraktärphase erkennen. Anerkennen, dass man selber in dieser drin ist und wahrscheinlich auch die andere Konfliktperson, die damit drin ist. Da hilft dann manchmal schon, kennen Sie vielleicht auch, wenn man sagt, eine Nacht drüber schlafen, auch wenn es schwerfällt, obwohl man eigentlich vielleicht alles dem anderen schon entgegenwerfen möchte an Worten und Vorwürfen, ist es manchmal gut zu sagen, ich beruhige mich jetzt erstmal, ich warte jetzt erstmal, bis ich
ein bisschen runtergekommen bin, auch von den Emotionen her. Dann ist es immer wichtig, Gefühle wirklich lesen zu können und Bedürfnisse zu erkennen. Also wann immer ich auch einen Konflikt habe, versuche ich, egal ob ich jetzt die andere Person verstehen kann oder nicht, ich versuche das Motiv zu erkennen, das Bedürfnis zu erkennen, zu wissen, warum handelt eine Person gerade so, wie sie handelt oder warum hat sie das gesagt. Und das dann wiederum bringt einen natürlich weiter und auch weiter dann den anderen vielleicht auch zu verstehen. Dann kann man den Konflikt analysieren. Das heißt, man kann gucken, auf welcher Ebene ist das denn eigentlich der Fall? Geht es hier um etwas Persönliches, um eine persönliche Verletztheit? Oder geht es vielleicht auch um eine Sache, um die man sich streitet? Also vielleicht auch, wenn Sie zusammen ein Referat halten beispielsweise, Sie verstehen sich eigentlich privat sehr gut, aber wenn es dann ums Referat geht oder um die Thematik oder die Aufteilung, dann ist plötzlich Streit da. Wichtig ist hier zu gucken, okay, das hat nichts wirklich Grundlegendes, Zwischenmenschliches vielleicht miteinander zu tun, sondern es hat wirklich was mit der Thematik zu tun. Auch hier hilft natürlich das Analysieren und Erkennen und auch das Preisgeben davon, darüber vielleicht auch sich mitzuteilen. Dann ist die Selbstreflexion, das ist ein Wort, was immer wieder kommt, auch im Konfliktmanagement. Wenn ich mich selber kenne, wenn ich meine Schwächen und Stärken kenne, wenn ich weiß, ich neige vielleicht dazu, etwas impulsiv wütend zu werden oder solche Sachen. Oder ich neige dazu, dass ich vielleicht sehr schnell eingeschnappt bin. Dann kann ich im Nachhinein auch nochmal erkennen und gucken, habe ich vielleicht überreagiert? Das allein hilft ganz oft schon in einem Konflikt. Ist da irgendetwas, was ich hätte anders machen können? Da ist wieder die Selbstkritik. Und wie habe ich gehandelt und warum habe ich so gehandelt? Und wenn ich das alles genau erörtern und erklären kann, warum ich wie gehandelt habe, dann habe ich mich auch so gut selbst reflektiert und kann so natürlich auch viel besser mit einer richtigen Haltung in ein Gespräch gehen oder in einen Streit gehen, in ein Streitgespräch. Dann haben wir deeskalierend sprechen. Haben Sie vielleicht auch schon mal gehört. Also es macht Sinn, nicht unbedingt nur Du-Botschaften zu schicken. Wenn ich wirklich konstruktiv einen Streit beiseite legen möchte oder etwas konstruktiv klären möchte, dann sollte ich nicht sagen, du hast alles falsch gemacht, du bist total doof, du hast dies und jenes total in den Wind gesetzt oder irgendwie sowas. Also eher sowas wie, ich fühle mich irgendwie übergangen, ich bin verärgert, weil irgendwie wirkte das auf mich so, als wenn dies und jenes wäre, als wenn du das und das gemacht hast. Das fand ich nicht so gut. Also wenn Sie sehr bei sich sind und deeskalieren, sprechen, ist einfach von sich selber zu sprechen, dann fühlt sich die andere Person nicht sofort angegriffen. Wenn ich sofort mit Du-Botschaften anfange, dann kann es sein, dass die andere Person sich sofort angegriffen fühlt und wirklich auch blockt. Und deswegen ist das hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und schließlich haben wir den Perspektivwechsel. Der Perspektivwechsel ist eigentlich die Logik daraus. Wenn ich alles analysiert habe, Bedürfnisse erkannt habe, mich selbst reflektiert habe und auch noch erkannt habe, wie die andere Person so tickt vielleicht oder warum mich was verärgert hat, dann fällt es auch einfach, mich da reinzudenken. Und dazu sollte man sich zwingen, auch wenn man vielleicht denkt, da kann ich mich nicht reindenken. Das ist ebenfalls etwas, was man in der Mediation macht. Sobald Sie zwei Streitpartner, Partnerinnen haben, die bereit sind, den Perspektivwechsel zu machen und sich einfach mal da reindenken, wenn Sie diese Ebene erreicht haben, dann ist es meistens nicht mehr schwer, wirklich auch einen Kompromiss zu finden, beziehungsweise eine Lösung zu finden. Deswegen ist das noch sowas, was ganz, ganz wichtig ist. Jetzt haben wir hier noch ein paar verschiedene Methoden, die auch immer natürlich helfen, in einem Gespräch vor allem voranzukommen. Zum Beispiel das aktive Zuhören. Zu zeigen, dass man interessiert ist an der anderen Person, körpersprachlich das auch signalisieren, nicht vorschnell interpretieren. Ich kann auch noch mal fragen, ob ich es richtig verstanden habe.
Hier ist auch immer wichtig, Missverständnisse zu vermeiden. Also, dass man wirklich nochmal wiederholt, und es spricht ja nichts dagegen, nochmal von der gleichen Sache zu reden. Genauso kann es immer sein, dass man so eigene Definitionen hat. Also, dass man eine Sache sagt, die bei dem anderen völlig anders rüberkommt, weil derjenige das völlig anders beurteilt. Deswegen ist hier auch wichtig, dass ich immer so zuhöre, dass ich nicht vorschnell irgendwas interpretiere. Dann ist es Umformulieren, das hatte ich ja schon. Klare Sprache ist auch so etwas mit dem Entschuldigen. Vielleicht fällt Ihnen das auf. Manchmal sagt man sowas wie, ja, eigentlich wollte ich ja das, oder eventuell müsste das so sein, oder Konjunktive, ich würde gerne dies, jenes so machen, wenn es in Ordnung wäre. Also immer dieses sehr zurückhaltende, vorsichtig antastende. Das hat immer etwas Höfliches, das kann aber auch dazu führen, dass diese klare Sprache gar nicht verstanden wird, also dass es wirklich nicht klar rüberkommt, dass man gerade ein Problem hat. Das ist häufig mal, weil bei eben, ja, weil sich jemand vielleicht nicht so so richtig traut, was zu sagen, und dann eher etwas vermeidet. Und da sind wir wieder bei diesem Konflikte vermeiden. Hier kann ich vorher mir sagen, ich habe eine klare Haltung, ich gehe jetzt in ein Gespräch rein, ich werde die Person nicht angreifen, ich werde von mir sagen, von mir reden. Aber ich werde jetzt auch wirklich nicht in Konjunktiven reden, sondern meinen Standpunkt klar machen. Gut ist auch immer, eine Gesprächsführung zu machen, das heißt, Fragen gezielt und bewusst einzusetzen. Und hier ist auch wirklich wichtig, also man kann, also wenn man selber das Gespräch lenken möchte, man kann selber Fragearten nehmen. Also man kann selber sagen, ich frage hier nach. Und wenn ich irgendwas höre, was mir nicht klar ist, frage ich da auch noch mal gezielt danach. Wie meinst du das denn? Habe ich das richtig verstanden? Ist das wirklich so? Und meinst du wirklich, das ist genau so gemeint gewesen? Solche Sachen, dass man da wirklich einfach auch selber Initiative ergreift und nicht passiv einfach in ein Gespräch geht und mal gucken, wo der Streit oder dieses Gespräch so hinführt. Und dann ist es noch wichtig, dass natürlich Manipulationstechniken auch angewandt werden können. Also das steht jetzt hier nicht, damit Sie das anwenden in einem Konflikt, sondern dass Sie es erkennen. Wenn zum Beispiel jemand lügt oder etwas, ja, vermeidet oder falsche Tatsachen mit reinbringt, oder Killerphrasen sind so das beste Beispiel. Killerphrasen ist so etwas wie, das haben wir immer schon so gemacht und das wird auch so bleiben. Hier ist überhaupt keine Begründung dabei. Es wird aber sehr, sehr wirksam rübergebracht, als würde das eben eine Tatsache sein, als wäre das jetzt die beste Argumentation überhaupt. Das ist so eine typische Manipulationstechnik. Ich tue so, als wenn ich argumentiere. Und das kann natürlich, wenn ich das erkenne als Gegenüber, ist es super gut, da eben auch zu sagen, warum denn? Warum können wir das denn nicht so machen? Wo ist denn die Begründung dabei? Und schon kann man dann auch aus so einem Konfliktgespräch wirklich auch ein konstruktives machen. Also man kann sich seiner Verantwortung dann einfach auch bewusst werden in dem Moment. Dann kommen wir einfach mal zum Fazit. Also was Sie mitnehmen können und hoffentlich mitnehmen, um Konflikte zu verstehen und mit ihnen konstruktiv umzugehen, sind folgende Aspekte wirklich sehr hilfreich. Erstmal Kritik und Konfliktfähigkeit. Das heißt, ich vermeide nicht, ich versuche in den Konflikt zu gehen, bin mir aber bewusst, dass auch ich Fehler gemacht haben kann. Das ist schon mal das Erste. Dann Erkennen der Konfliktform. Worum geht es überhaupt? Ist es eher ein zwischenmenschliches Problem oder geht es um eine Sache, um eine Thematik? Dann diese Bewusstheit und diese Selbstreflexion mit reinzubringen, dass eben die Refraktärphase vorherrscht. In den meisten Fällen, bei einem selbst und auch beim Gegenüber. Empathie und Bereitschaft zum Perspektivwechsel sind natürlich auch gut, und dann kann man auch so eine Bedürfnisanalyse machen und wirklich nochmal gucken, was ist denn eigentlich mein Bedürfnis und was ist das Bedürfnis meines Gegenübers, meines Streitpartners. Gesprächsbereitschaft und wertschätzende Kommunikation, das bedeutet wieder Ich-Botschaften mit reinbringen, den anderen wirklich auch wertschätzen und eben auch sagen, ich gehe mit einer klaren Haltung in das Gespräch, bin aber durchaus bereit, das jetzt zu klären. Das wäre so der letzte Tipp noch. Wen das noch weiter interessiert, ist hier noch die Literatur. Wie gesagt, Paul Ekman zum Beispiel, Gefühle lesen, ist ein sehr, sehr interessantes Buch, und auch ansonsten
kann man sich da wirklich ganz gut einlesen und auch wirklich gucken, wie kann ich denn wirklich Konflikten tiefgehend begegnen. Ich hoffe, dass Sie jetzt etwas mitgenommen haben und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.